Hallo YouTuber und Simson-Freunde, willkommen zum heutigen Quicktip-Video. Der Quicktip richtet sich zwar der Videobeschreibung nach nur an Simson-Fahrer, aber es geht eigentlich um so ziemlich jeden, der ein älteres Fahrzeug fährt, also Oldtimer, Auto, Motorrad, was auch immer. Um was geht's genau? Ich will einfach mal euch Dichtungen als Alternative zum ewigen Festziehen ans Herz legen. Wie kommt's dazu? Ja, ganz simpel. Anlass ist dieser Wassersack von einer 350er Java, handelt sich, um genau zu sein, ums Modell 354, ist also schon was Älteres. Der Wassersack ist allerdings baugleich auf EMW, BK, RT und sowas, glaube ich, verbaut gewesen, also so 50er, 60er Jahre. Und ich weiß auch nicht, ob er original von der Java kommt. Ich glaube persönlich, dass er nachgerüstet wurde. Ja, man hört es immer wieder, gerade wenn es so um Plastikteile geht, und das ist vollkommen egal, ob das jetzt der Abgang beim Simson-Benzinhahn ist oder halt hier so ein Wassersack. Wenn die Dinger sich lose rütteln oder undicht werden, ist der erste Ratschlag, den man immer hört, fester anziehen. Fester anziehen ist eine Alternative, kann man mal machen, aber man sollte dabei seinen Kopf ein bisschen einschalten. Warum? Wenn ich was fester anziehe, erhöhe ich die Beanspruchung des Materials. Das heißt, wenn mein Wassersack hier schon vom Metall, weil das Metall ist ja im Endeffekt hier oben dran, beziehungsweise greift hier ran, schon leicht angeschliffen wurde, dann ist die Dichtfläche vielleicht nicht hundertprozentig. Oder das Gewinde hat sich durch die Vibrationen geweitet, weil das Plastik arbeitet sich immer weg. Bedeutet, mit jedem Mal, dass ich das fester anziehe, erhöhe ich die Beanspruchung auf das Plastik. Und wenn es schon mal undicht war, sind die Chancen auch sehr gut, dass es wieder undicht wird. Den schlimmsten Fall, den sieht man hier bei dem Wassersack, wenn ich den jetzt mal so ein bisschen auseinanderziehe, dann sieht man da so einen schönen Riss. Also ich hoffe, ihr könnt den im Video erkennen. Also da gibt es so diese schöne Stelle. Ich blende euch auch nochmal ein Foto davon ein. Aber dieser Riss ist im Endeffekt so typisch immer fester angezogen und irgendwann macht es knack. Bei uns war es der Vorbesitzer, der das Ding hier im Endeffekt über den Jordan geschickt hat. Aber das ist so ein typisches Zeichen dafür, wie das dann aussieht. Schade drum, ich sag ganz ehrlich, ich habe noch Ersatz, aber das ist nicht nötig. Wenn ihr so fest anzieht, dann ist eigentlich schon alles zu spät und man sollte sich eine Alternative zum Abdichten suchen. Ich neige da immer zur Dichtung. Wer die Videos gesehen hat, wie ich meinen Benzinhahn an der S51 wieder abgedichtet hat, der hat das garantiert auch mitbekommen, dass da so zwischen dem Plastikabgang und dem Benzinhahn so eine kleine rote Dichtung ist. Die ist selbst gebaut, eingebaut und hält dicht. Ich kann mich nicht beschweren, ich brauchte keinen neuen Plastikabgang. Das alles funktioniert ohne Probleme und ich habe das Gewinde des Plastikabgangs nicht irgendwie sonderlich beansprucht. Wie geht man vor, wenn man so eine Dichtung sucht für so einen Fall? Ich habe es ganz konkret gemacht, ich habe den Wassersack mitgenommen, ich habe den Benzinhahn mitgenommen und bin damit in den nächsten Laden für Dichtung und halt auch Wälzlager und Lager allgemein gegangen. Das ist ein Großhändler gewesen bei uns in der Gegend und habe gesagt, ich brauche hierfür eine Dichtung. Rausgekommen sind wir dann bei Dichtung 30x2. Das bedeutet, die Dichtung hat einen Innendurchmesser von 30 mm und ist 2 mm stark. Und wenn man das jetzt mal schaut, wie man da vorgehen kann, wie man das rausfindet, ist ganz simpel, ihr wollt den Außendurchmesser der zu dichtenden Fläche messen und ihr wollt die Tiefe messen, die ihr Platz habt. Wichtig an der Stelle ist aber auch, ihr wollt anschauen, wie das Gegenstück aussieht. Das wurde jetzt hier in den Benzinhahn geschraubt und dann greift hier was in die Kante genau rein. Das wollt ihr euch auch angucken, denn wenn die Dichtung dort eingeschraubt wird und dort an der Kante liegt ungünstig oder die Kante irgendwo so eine Nase hat, also im Endeffekt so und da fehlt ein Stück im Metall, dann bekommt ihr es nie dicht, indem ihr einfach nur eine Dichtung so außen rum legt. Schaut euch das genau an, beschäftigt euch damit. Die Dichtung hat dann die Vorteile, dass sie, wenn sie perfekt sitzt, das Ganze mit dem Originalteil wieder abdichtet. Ich weiß, da war vorneweg keine Dichtung und ja, das ist nicht original, aber ihr erhaltet im Endeffekt Teile, die ihr schon habt, mit einem minimalistischen Aufwand.
Zweiter Vorteil von so einer Dichtung ist, ich habe vorhin angesprochen, dass das Metall und das Plastik sich immer gegenseitig bearbeiten durch die Vibration und dann natürlich auch, was dazu führt, dass das Plastik immer weniger wird an der Stelle. Das heißt, es wird immer leichter auf Zeit, dass das Ganze sich durch die Vibration löst und auseinandergeht und wieder undicht wird. Durch die Gummidichtung jetzt dazwischen ist allerdings so eine zusätzliche Kraft notwendig. Das heißt, dass die Gummidichtung jetzt ein bisschen fixierend wird. Ich komprimiere jetzt die Dichtung, die übt eine Kraft ihrerseits sowohl aufs Metall als auch auf das Plastik aus. Und damit ist eigentlich an der Stelle schon das Ganze mehr oder weniger fixiert. Das heißt, ich habe so ein bisschen elastische Kraft da drauf, da kann Vibration aufgenommen werden und das führt unterm Strich dazu, dass die Teile sich nicht mehr ganz so leicht lose rütteln können. Es gibt natürlich Teile, wie zum Beispiel bei der 354er Java, dass der Vergaser, da sind so zwei Schrauben drin, die rütteln sich immer wieder lose. Und da hat auch der Vorbesitzer immer versucht, nach dem ich dreh's mal fester Prinzip voranzukommen. Die Schrauben sind nämlich hinüber. Also, Moral von der Geschichte, denkt drüber nach, ob eine Dichtung, eine Unterlegscheibe oder vielleicht einen Federring an der Stelle Besseres tun würde, als das Teil immer fester zu ziehen. Irgendwann ist das Teil dann nämlich mal defekt, wenn ihr die Kraft überschreitet. Damit wären wir am Ende des Videos angelangt. Ich möchte nochmal betonen, immer wenn ihr Dichtungen für Flächen sucht, die ursprünglich keine Dichtung hatten oder wo an der Stelle keine hingehört hat, geht in den Laden, lasst euch beraten. Im Laden kann man dann auch mal ein bisschen rumprobieren, wenn man die Teile mitnimmt. Man kann schauen, ob man eine Dichtungsnummer größer oder kleiner braucht. Von daher, das ist eigentlich immer der Way to go. Nichtsdestotrotz werde ich euch unten in der Videobeschreibung einen Amazon-Affiliate-Link zu eben dieser Dichtungsgröße hier mal posten. Für jeden, der schon weiß, dass er die hundertprozentig braucht und dass die bei ihm passt, der kann darüber einkaufen. Damit supportet er mich ein bisschen, denn ich bekomme ein Stück von dem Kuchen, den ihr dort bei Amazon in Geldform lasst ab. Bedeutet, ihr bezahlt keinen Cent mehr, aber ich bekomme ein bisschen was davon ab. Hilft mir unter anderem den Channel am Laufen zu halten oder halt so neue Kameratechnik oder ähnliches zu investieren. Freue ich mich immer drüber, ist aber kein Muss. Wer Fragen hat, Kritik, Anregungen, Themenwünsche, alles ab in die Videokommentare oder per Google+. In der Videobeschreibung findet ihr außerdem noch verlinkt die Videos, wie ich meinen Benzinhahn an der S51 dicht mache und wie ich da vorgehe, wie ich die Dichtung verbaue und so weiter und so fort, wie man den zerlegt. Und ja, wenn ihr immer das Aktuellste wissen wollt, was ich gerade so mache, folgt mir auf Twitter oder Instagram. Ich hoffe, euch im nächsten Video wiederzusehen. Also lasst noch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht habt. Viel Spaß beim Selberschrauben, Leute. Und denkt dran, festziehen ist immer nur eine Notlösung, beziehungsweise kann auch zu gebrauchten Neuteil führen. Grüße, euer Simi.